Hallo Leute, neue Folge COD Ghosts und wir spielen heute aufgeputscht auf dieser Map, glaub Strike Zone heißt die, glaub. Ich weiß es nicht ganz genau und dieses Mal mit meiner neuen freigeschalteten fünften Klasse, die für 25 Trupppunkte, wie gerade freigeschaltet habe. Freigeschaltet kann man nach dem, wenn man jemanden tötet, kann man lebt aber bis auf 30 Sekunden länger und diese 30 Sekunden hat man dann noch mehr Perks. Also ein bisschen wie Specialist Bonus, bis also mit schneller Nachladen als drum dran. Das bekommt man dann direkt nach dem ersten Kill. Ich glaube auch Plünder. Nein, Plünderer bekommt man, oder? Bekommt man Plünderer auch direkt dazu? Auf jeden Fall kann man ja nicht so viel campen. Das merkt man auch daran, dass es hier viel weniger Camper gibt, weil man sonst ja eh bald stirbt. Aber es ist natürlich meist ein Camper, der trotzdem schnell viele Kills macht. Nein! Oh. Hab ich überhaupt nicht gesehen, dass da rechts einer ist. Oder war. Ich hab schon gedacht, die Granate wäre ja noch drin. Aber nee, die war draußen, zum Glück. Hä, Moment mal, so. Nee, Moment. Na gut. Trotzdem einen Kill bekommen. Feldbefehl, was? Es gibt übrigens ein Ziel, die keine Todesserien mehr. Das ist irgendwie wie ein MW3 dreimal stirbt oder fünfmal stirbt am Stück und so und dann lässt man sich beim Sterben eine Granate fallen. Was ja immer sehr verhasst Waffen fehlen, von mir auch. Alter, war der gerade. Nein, das war eine Granate, ich hab schon gedacht, der hat mit Noob Tube geschossen. Ich muss sagen, aufgeputscht ist ganz witzig, weil der bekommt halt direkt nach einem Kill schon schneller nachladen. Nein! Mist! Ne, der ist schon tot. Heißen sie Perks, mit denen man alles schneller machen kann. Ich glaube sogar Marathon ist sowas, ist da auch dabei. Also Sachen schneller nachladen, schneller Sachen werfen ist glaube auch dabei. Aber es ist bei Fingerfertigkeit nicht eh schon immer dabei. Halt mal, da war gerade jemand. Hm. Gerade irgendjemanden irgendwas werfen hören. Hätten Campen ist auch nicht so arg. Dieses sind frei für alle, wir machen. Ja, 60 Frames geht noch einigermaßen, aber sobald es unter 60 geht, geht gar nichts mehr. Was? Mist. Dann war mal so ein gegnerischer Hund rum. Boah, das ist 27-7. Das ist eigentlich, ist übrigens meine Lieblingsmap hier. Auch im frei für alle. Da bin ich irgendwie mal am besten. Aufgeputscht habe ich übrigens noch nicht ganz so viel gespielt. Eher frei für alle oder Team das Match, aber aufgeputscht ist auch ein ganz guter Modus. So. Ich schaue dann direkt mal, wie lang die Runde war. Vielleicht sehen wir uns nächste Folge wieder oder wir sehen uns jetzt sofort nochmal. Schauen wir direkt mal. Aufgeputscht. So, hier sind wir in der zweiten Runde. Freigend aufgeputscht, also aufgeputscht auf Freigend. Heißt die Map Club Freigend. Freigott, naja. So, schauen wir mal, ob es jetzt auch wieder so gut läuft wie gerade. Oder ob ich abkacke und dann sogar vielleicht sogar negativ fährt. Aber langsam gewöhnt man sich ein bisschen zumindest mal an die 60 Frames. 30 Frames sind immer noch. Ein bisschen unpraktisch. Aufgepasst!
Mist. Das war knapp. Das war zu knapp. Nein. Oh Gott. Hä? Also, hier bin ich. Ich komme mir noch nicht so richtig klar in den ganzen Maps. Manchmal verläuft man sich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo man gerade ist. Oder irgendwas anderes. Wir haben die Führung verloren. Das war jetzt nicht so gut. Der hatte mir beide Kills geklaut, der Typ. Wir liegen in Führung. Direkt erstmal Doppelabschuss. Alter. Da hat jemand auf dem genau, auf dem Dach. Ja, rennt er einfach mal hier rein und mit alles über den Haufen. Man richtig merkt, wenn man jemanden tötet, wie man plötzlich viel schneller wird und alles. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fühlt es sich ganz gut an, wenn man so spielt. Das heißt, ich sollte mir vielleicht sogar ruhig mal die Perks anschauen, was es für welche. Vielleicht kann ich ja immer mitnehmen. Zumindest mit Specialist zusammen dann. Irgendwie sind die ganz praktisch, diese Perks. Alter! Ist direkt jemand vor mir. Zum Glück hat er nicht gemessert, aber ich glaube, das war schon die Reichweite, wo man messen kann. Von wo? Da oben. Nein, wenn wieder jemand hinter mir. Das merke ich leider viel zu spät. Weil ich gerade irgendwie die Schritte auch überhaupt nicht hören kann, weil so viel Schießen ist und so. Alles explodiert, da hat man überhaupt nicht. Ha! Da kommt einem jetzt einer von der Seite, ich glaube, es hakt. Jetzt die Frames fühlen. Fühlt sich schon sehr stark unflüssiger, muss ich auch mal sagen. Satcom-Verbindung aktiv. Irgendjemand da oben? Nein. Okay, 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 okay. Hm. Ich krieg gar nichts los hier hinten, oder was? Da oben? Nein, was habe ich? 23,9. Ist ja schon. Sniper habe ich noch gar keine freigeschaltet, glaube ich. Außer man schaltet eine automatisch. Nein, im Moment. Man benutzt ja für alles Trupppunkte. Könnte ich ja nicht auch mal eine freischalten? Bin nämlich im Multiplayer noch überhaupt nicht getestet. Nur im. Gegen Bots habe ich es mal getestet. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Danke fürs Anschauen und tschüss.